Auch ein neuer Trank hier, den wir dann herstellen können. Durch das, was wir von den Kikimorin-Königin da hatten. Rezept für absurd Raffharz des Weißen. Regeneriert einige verlorene Vitalitätspunkte. Okay. Und wo haben wir dann jetzt hier den Brief von Berengar? Berengars Brief. Ich dachte immer, die Hexer hätten mir die Gabe genommen, mit Menschen zu kommunizieren. Jetzt weiß ich, dass das nicht stimmt. Aus welchen Gründen auch immer. Ich kann nicht mit Menschen reden, daher schreibe ich diesen Brief. Hiermit gebe ich zu, ich bin ein Feigling. Ich fürchte Schmerz, Schwäche und Tod. Ich hatte Angst in Kaer Amor hin. Angst, wenn ich gegen Ungeheuer kämpfte. Und ich hatte Angst vor dem Professor und Azar-Yavit. Besonders vor dem Letzteren. Er überwacht die wissenschaftlichen Projekte der Salamandra und erschafft mit schwarzer Magie und Mutagen tödliche Kreaturen. Er ist ein mächtiger Zauberer, aber wenn mein Plan aufgeht, ist er bald ein toter mächtiger Zauberer und die Geheimnisse der Hexer sind wieder sicher. Trotz allem freut es mich, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich mache mich jetzt auf nach Vesima. Berengar. Gut. Ich glaube nicht, dass du auf dem Weg nach Vesima bist. Ich muss einen Auftrag erledigen. Kommt mit mir, wenn ihr wollt. Ich muss einen Auftrag erledigen. Ich glaube aber nicht, dass ich mit ihm komme. Oder vielleicht doch. Ich habe keine Ahnung. Was sagt denn hier meine Quest jetzt? Meine Quest sagt mir... Dann kann ich jetzt die Verfolgung beenden. Oder beziehungsweise es gibt da hier keine Verfolgung mehr. Ne, gibt's nicht. Okay, schippern wir mal mit dem Boot zurück und gucken mal, was wir dann machen können. Los, durch da. Kennen wir. Ran ans Ufer, ran ans Ufer, yeah. Kenne ich auch. Ach, wer bist du denn? Geralt von Riva. Ich habe gehört, ihr wäret tot. Verzeiht, aber ich glaube nicht, dass ich schon einmal von euch gehört habe. Man nennt mich die Weiße Reila. Was führt euch hierher, Hexer? Ungeheuer töten. Das Übliche. Habt ihr eine Einheit Elfen in der Gegend gesehen? Nein, keine Einheiten. Passt auf, was ihr sagt. Ihr seid nicht unantastbar. Wenn ich erfahre, dass ihr mit den Skoyatel zusammenarbeitet... Droht ihr mir? Nein. Ich helfe euch nur, einen schweren Fehler zu vermeiden, dessen Folgen möglicherweise zu viel für euch wären. Ihr solltet ebenfalls Vorsicht walten lassen. Ich bin kein ausgezehrter Elf. Ich kann mich verteidigen. Daran habe ich keinen Zweifel. Ihr müsst wissen, dass Vesima brennt. Anderlinge haben es in einen Kriegsschauplatz verwandelt. Die armen, hungernden Elfen ermorden Dutzende von Menschen. Meine Befehle lauten, die Einheit aufzuhalten, die von Toruvil Aeb Shihil angeführt wird. Und ich lasse nicht zu, dass ihr mir in die Quere kommt. Sie verstecken sich im Dorf und haben Geiseln genommen. Wir greifen in Kürze an. Ich rede mit den Elfen. Vielleicht kommen sie ja zur Vernunft. Siegfried hat sich für euch verbürgt. Darum gebe ich euch eine Chance. Euer Eingreifen in der Bank hat verhindert, dass die Skoyatel an Gold für Waffen und Proviant gekommen sind. Sie sind schwach, doch ich bezweifle, dass sie auf euch hören. Aber man weiß ja nie. Versprecht ihnen einen fairen Prozess, wenn sie die Waffen niederlegen. Ich werde versuchen, sie zu überzeugen. Wartet auf meine Rückkehr. Ihr habt mein Wort. Immer diese unfreundlichen Menschen hier. Weißt du, sieht halbwegs hübsch aus und dann sowas. Also wirklich. Wo muss ich jetzt dafür hin? Muss ich dafür jetzt wieder zurück auf die Insel? Oder ist das jetzt noch von der letzten Quest, die mir angezeigt wird? Ist das noch von der Island Quest? Warum wird mir das jetzt noch angezeigt? Gehen wir da doch nochmal hin zurück. Nicht, dass ich hier einen Teil einer Quest hier nicht gemacht habe. Und deswegen irgendwann hier nochmal zurückkehren muss. Oder mich frage so, wieso komme ich hier nicht weiter und bla. Das Übliche halt, so das, was ich mich eigentlich immer frage, so, bla. Bla ist ja eigentlich so Standardkommunikation in meinem Gehirn hier. Aber schauen wir mal. Wird super. Hoffentlich.
Ach ja, ich muss mich noch dran gewöhnen, hier mal immer mal wieder Schwert zu zücken. Weil ich bin es ja nun mal nicht gewohnt. Weil ich die ganze Zeit immer so rumlaufe. Aha, aha. So, hier soll ich irgendwo hin. Aber es sieht nicht danach aus. Gäbe es hier irgendwas, aber es sieht auch schön aus, was hier unten im Meer noch alles ist. Nö, aber sieht nicht danach aus, als könnte ich hier irgendwas machen. Hier könnte ich ein Geschenk hineinlegen in den Altar von Dagon. Aber Dagon ist ja sowieso hinüber, also muss ich dem auch nichts schenken. Ne? Und von daher wäre wahrscheinlich gewesen, hätte ich jetzt mit dem Wort der Neupriester geredet und mich auf eine Einigung eingelassen und sowas und dann den Blutgott Dagon jetzt nicht getötet. Dann wäre es wahrscheinlich dazu gekommen, dass ich in die Opfergabenaltäre hier irgendwas reinlegen hätte müssen. Wahrscheinlich Himbeeren, weil Himbeeren gibt es hier so viele. Ne? Und naja. Ich dachte ja eigentlich, dass der Wort der Neupriester drüben an der Statue hier steht, aber nö. War halt da drüben, so auf dem Festland, da irgendwo an der Statue. Da, wo wir halt schon mal waren und mich gewundert haben, wieso ist da denn keiner und sowas. Ne? Aber nö. Einfach mal nö. Nun denn. Zurück ans Festland hier. Und dann mal die andere Quest aktivieren. Beziehungsweise verfolgen. So dass wir. Ja, schön, dass mir die Quest angezeigt wird. Freie Elfen. Quest auf Karte verfolgen. Wir müssen irgendwo dahin. Das ist ja super. Lass mich raten. Jetzt müssen wir zu dieser eingestürzten Brücke oder was das da hinten war. So etwas ferner noch vom Dorf. Da war ja auch noch irgendwas. Und da sind die Ritter Flammenrose. Ist denn mein Freund Siegfried hier dabei? Sieht nicht danach aus. Nur Kommandeur des Ordens. Das ewige Feuer spricht durch den Großmeister. Das ewige Feuer leitet uns, bla bla bla. Du bist ja die Tuse hier? Ja? Ne? Ich dachte immer, der Orden würde nur die Gottesfürchtigen aufnehmen. Ich bin Söldnerin, keine Betschwester. Ich arbeite für jeden, der bereit ist, für die Köpfe von Anderlingen zu bezahlen. Selbst für andere Anderlinge? Irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Im Krieg hat meine Einheit fliehende Zivilisten geschützt. Die Skoyatel waren die Vorhut der Armee Nilfgaards. Ich denke, ich weiß, wie das ausgegangen ist. Ach ja? Sie haben meine gesamte Einheit abgeschlachtet. Im Vergleich zu dem, was sie mit mir gemacht haben, war das noch barmherzig. Wurdet ihr je gefoltert, Hexer? Krieg ist grausam. Er verdirbt uns alle, nicht nur Elfen. Pazifisten, Schwachsinn. Boah, die ist aber mies drauf, du. Nee, mit der gehe ich nicht essen. Nee. Nachher heißt es noch, oh, ihr haltet die Serviette falsch herum. So was kann ich ja dann haben. Nicht. Ne? Aber nun gut. Wollen wir mal weiter dahin, wo uns die Quest hinführt hier. Ich finde auch nett, dass der Berengar dann tatsächlich zu uns geschippert ist und alles geben und sowas hat, was wir denn so wollten. Ich hoffe, wir haben ihn jetzt quasi auf den richtigen Pfad geführt und geht nicht mehr seines Weges das, was er jetzt bisher getan hat. Und wenn wir jetzt wahrscheinlich die andere Sache da benutzt hätten, den anderen Dialog-Option, guten Deutsch, dann wäre es wahrscheinlich dazu gekommen, dass wir ihn hätten töten müssen. Aber okay. Einfach mal rumschreien. Aha! Als Adjutant der Weißen Ryla würde ich gerne mit euch reden, Hexer. Ich habe schon mit Ryla gesprochen. Für heute habe ich genug gehört. Ryla ist eine ausgezeichnete Offizierin und hasst Anderlinge. Die perfekte Anführerin dieser Mission. Doch lasst mich raten. Sie ist zwar eine Söldnerin, hat aber Ehre und hält ihr Wort. Dennoch würde sie ein Massaker an Zivilisten abwenden, auch wenn es bedeutet, dass die Elfen entkommen. Wir haben den Überfall auf Vivaldis Bank vereitelt und die Skoyatel geschwächt. Wir können uns die besten Söldner leisten, doch Ryla können wir nicht so vertrauen wie euch. Wollt ihr mich anwerben? Soll ich Ryla unterstützen und die Elfen töten, ehe sie die Geiseln ermorden?
Nennt mir einen guten Grund, warum ich nicht einfach fortgehen sollte. Ich werde mich für euch verständlicher ausdrücken. Ungeheuer suchen das Dorfheim und jagen seine Bewohner. Sie sind verarmt und hungrig und dadurch umso gefährlicher. Unterstützt Dreiler Hexer. Kämpft gemeinsam mit dem Orden gegen diese Ungeheuer. Warum sollte ich das tun? Für einen Teil von Vivaldis Gold? Nein, damit ihr einer gerechten Sache dient und ein Massaker wie das im Umland verhindert. Und um eure Freunde vor den gefräßigen Bestien zu beschützen. Ah ja, okay. Dann gucken wir doch mal, was das jetzt für Ungeheuer sein soll. Nicht, dass es hier die Anderlinge sind. Rittersporn. Geralt. Rittersporn. Toruwils Elfen haben im Dorf Geiseln genommen. Was sollen wir tun? Ich habe mit Raila gesprochen. Sie führt die Ritter des Ordens an. Geralt, Alwin ist eine dieser Geiseln. Ich weiß. Ich versuche, mit ihnen zu verhandeln. In Ordnung. Ich postiere mich hinter dem Haus des Dorfpropstes. Wenn ihr bereit seid, sagt ihr mir, was ich tun muss. Ich muss mit der weißen Raila und Toruwil sprechen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht leicht wird. Das schafft ihr schon. Bis später. Na, Halleluja. Dann speichern wir erstmal kurz ab hier. Was ist eigentlich aus dem anderen Elfen geworden hier? Der, dem wir mal geholfen haben bei irgendeiner Quest. So, da sollen wir hin. Okay. Immer diese diplomatischen Beziehungen, die ich hier pflegen soll, ist ja schlimm. Andere werden dafür erschossen. Ich kann mich selbst wehren. Erstmal elf, 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 jede Menge Elfen. Hey, was geht ab? Hey, hey, was geht ab? Ungeheuer Köter finden hier immer Arbeit. Ja? Alles in Ordnung mit dir? Nein, ich fühle mich seltsam. Ich kann hören, was sie denken. Das ist schrecklich, Geralt. Hast du die Halskette? Ja, ich trage sie ständig. Ich will sie nicht hören. Geralt, warum machen die Elfen das? Sie kämpfen für ihre Freiheit, ein Ideal. Die Menschen haben sie so sehr in die Enge getrieben, dass sie keine andere Möglichkeit mehr sehen. Oder die Elfen wollen nicht begreifen, dass sich die Welt verändert hat. Sie können nicht gewinnen und kämpfen trotzdem. Es ist ein trauriger, verzweifelter Versuch, die Evolution aufzuhalten. Oder sie haben eine unbeschwerte, schöne, äußere Schale verloren. Man erkennt ganz deutlich den lodernden Hass, den sie für die Menschen empfinden. Nein, es ist, sind teilweise auch die Menschen. Sie kämpfen für ihre Freiheit, für ein Ideal. Die Menschen haben sie so sehr in die Enge getrieben, dass sie keine andere Möglichkeit mehr sehen. Ich werde es mir merken. Geralt, es wird etwas Schlimmes geschehen. Ich kann es spüren. Ich muss mit Toruwil reden. Bleib hier. Aber wo ist dieser Toruwil? Ist er hier in dem Haus oder was? Könnte sein. Abgeschlossen, Celinas Haus. Man hat das alles nur ein Ende. Zwergenbesacker, Elfen, Jägerin. Da ist Toruwil. Du bist Toruwil. Ich habe doch schon mal gesehen. Was führt euch hierher? Ich bin gekommen, um ein Massaker zu verhindern. Es gibt kein Massaker, wenn sie uns ziehen lassen. Ihr hättet die Kinder aus dem Spiel lassen können. Das konnte ich leider nicht. Die weiße Raila steht dort am Ufer. Ein paar tote Bauern beeindruckten sie nicht. Erst die Kinder stoppten ihr Vorrücken. Die weiße Raila will, dass ihr die Waffen niederlegt. Sie garantiert einen fairen Prozess. Lass wenigstens Alwin gehen, oder nee, sie garantiert einen fairen Prozess. Die weiße Raila will, dass ihr die Waffen niederlegt. Sie garantiert einen fairen Prozess. Für wie dumm haltet ihr mich, Hexer? Die weiße Raila kennt nur eine Strafe, den Tod. Die Einheit aus Vizima sprach von euch. Warum sollte ich euch trauen? Gebt die Bauern frei. Dann könnt ihr euch gegenseitig töten, wie es euch beliebt. Ich werde niemanden freilassen. Versucht keine Tricks, sonst sterben diese Däune. Und sagt dem Sänger, er soll nicht hinter dem Haus herumlungern, sonst schießt ihm jemand einen Pfeil in den Hintern. Tja, hast gehört, Rittersporn ist halt schlecht, ne? Wo ist er denn jetzt? Okay, ich muss mit Rittersporn reden. Der ist da hinten. Da. Geralt? Die Lage verschlechtert sich zusehends. Wartet ihr, versucht mit Alwin zu sprechen? Nee. Rittersporn.
Die Lage verschlechtert sich zusehends. Skoyatel auf der einen Seite, der Orden auf der anderen und wir mit Alvin in der Mitte. Man sollte nie mit Terroristen verhandeln. Verhandlungen führen zu Zugeständnissen. Und Zugeständnisse sind ein Sieg für den Terror. Die Leute werden furchtsam, unsicher. Ich wählte das kleinere Übel. Die neuen Besitzer der Bank waren dankbar für die Intervention des Ordens. Sie willigten ein, den Kreuzzug gegen die Anderlinge zu unterstützen. Es wird nicht lange dauern, bis wir die Folgen sehen. Aber hätten wir den anderen unterstützt, würde es anders aussehen.